Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Hier, auf der Suche nach Pete. Oder was wahrscheinlich, ja, uns genau zu Pete führen wird. Oh. Warum? Warum musst du wissen, wer ich wirklich bin? Keine Antwort. Suchen wir nach Pete. Okay, hat ja also noch ein bisschen mehr. Na, dort oben sehe ich gerade noch einen Computer. Den nehme ich doch gleich mit. Haben eh noch. Blacking Numemon? Niemand hat nach dir gefragt. Verschwinde. Okay. Und zum Digilab. Dann. Wie sieht's bei Shoko Gekkomon aus? Verteidigung. P, das ist gut. Relativ. 69. Ja, den können wir wieder mitnehmen. Verschieben. Wir nehmen Shoko Gekkomon wieder mit. Und setzen Tokomon hier hinein. Und dann müssen wir noch den Anführer wechseln, aber das ist weniger das Problem. Okay. Farminsel Standby. Das ist dann Anführer ändern zu Taumon. Ja. Weil halt Tokomon Ausdauer hat. Das ist ein bisschen ungünstig, aber ich kann ihm keine Intelligenz-Patch im Moment geben. Und dann Befehl. Trainieren, Kameradschaft runter mit dem harten Kurs. Und damit beginnt Tokomons hartes Leben. Im Moment noch wenig Intelligenz, doch das soll sich ändern. Ja. Okay, außerdem wollen wir schnell noch Digimon verwalten. Einstellungen müsste ich wahrscheinlich hier. Du verlierst deinen SP-Zusatz. Machen wir mal die Fehlerbarriere. So, und dann hat er 34. Das ist gut, das ist. Ja, das sind noch ein paar weniger Level und dann hat das, was mir mehr stört. Die X-Heilung ist okay. Eisbogen schießen. Hydrowasser bräuchte er nicht mehr. Ja, von mir aus. Spiegelbild. Das ist gut. Und Antipanik. Habe ich gerade nichts Besseres. Was ich noch machen kann, ist Betäubungsbarriere. Es wird ein Tank, also ist es ziemlich nützlich. Dann noch geht's ums Digitieren. Hä? Wir wollten noch schnell Gatomon digitieren lassen zu Angewomon. Ja. Und dann braucht Angewomon. Das mit dem Angriff stört mich noch ein bisschen. Weil halt. Es hat 30 Angriff. Und hier braucht es ein. Also die SP kriegt sie kein Problem. Das andere auch. Nur der Angriff nervt mich noch ein bisschen. Vielleicht haben wir hier Chance, wenn wir Lady Devimon anschauen. Angriff und ja, hier fehlen halt auch noch die Fähigkeiten. Aber Angriff sieht halt auch nicht so toll aus bei Lady Devimon. Wir schauen. Ist schnell noch in den Kämpfer geändert und auch auf die Farm geschickt. Also Angewomon werden das. Gut, jetzt müssen wir weiter nach Pete suchen. Aufgabe Pete Rettungsmission. Und vielleicht ein paar Items finden.
Dort oben ist was. Und hier ist ein Firewall Stufe 4. Echt jetzt? Komm schon. Du kannst mich hier nicht aufhalten. Gott, das war jetzt hier so großartig versperrt. Da habt ihr euch gedacht, wow, das ist eine gute Idee, den hinter dem Mauer Spalt 4 zu verstecken. Das sieht nach einem langen Weg aus. Einem langen Weg ins Nichts. Ja, mal schauen, wo das hier hinführt. Immerhin zu einem. Oh, und hier ist etwas. Fluchttor, das ist gut. Und Bau von Nakano Broadway, Teil 1. Pläne für den Bau von Nakano Broadway, nachfolgend NB, wurden 1959 bekannt gegeben. Nach 7 Jahren wurden sie abgeschlossen. Der Grund für die lange Dauer war ein schwerwiegendes Problem, das während der Bauarbeiten immer wieder auftrat. Während des Planierens quoll unterirdisches Wasser vor, was jegliche Arbeiten in dem Gebiet sofort zum Stillstand brachte. Ein großer See entstand. Die Baustelle wurde lange stillgelegt. Seltsamerweise fand man viele große Fische, die Fischer anlockten. Den Aufzeichnungen zufolge badeten dort auch viele Leute. Einmal ertrank sogar ein Kind in dem See. Datei. Heute ist etwas Furchtbares geschehen. Mitten auf meinem Bett erschien ein fremdes Digimon. Es war dort zu kalt. Ach, ich versuchte, um Hilfe zu rufen. Kam niemand. Als ich versuchte. Doch schließlich kamen zwei Detektive. Kyoko und Levia. Levia fragte mich, wer ich war. Aber ich sagte, dass ich es nicht wisse. Also gab Kyoko mir einen Namen. Sie nannte mich Pete, weil ich eine Art Zeitkapsel war. Yep, Pete. So heiße ich. Ich war so froh, einen Namen zu haben. Namen sind etwas Besonderes. Und ich habe das Stichwort Pete erhalten. Dann schauen wir uns hier mal noch nach mehr Daten um. Sind wir jetzt hier schon mal in den Kampf gekommen gerade? Oder ist das ja alles frei von Digimon? Würde mich ja fast ein bisschen wundern. Auf jeden Fall scheinen wir hier keine Kämpfe zu finden. Dort hinten müssen wir auch noch hoch. Wahrscheinlich mit dem dort. Would you? Nehme ich. Okay, was haben wir hier? Bau von Nakano Broadway, Teil 2. Für NB gibt es keine Blaupausen. 1961 begann die japanische Regierung mit der Umsetzung des Einkommensverdopplungsplans, um die Wirtschaft nach dem Krieg anzukurbeln. Um zudem die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, gab es landesweit viele öffentliche Bauprojekte. Große Baufirmen erhielten riesige Budgets. Im Jahr 1992 wurde ein solches Projekt, die Hauptroute zur Stadtautobahn Tokio, früher als vorgesehen, fertiggestellt. Zu diesem Zeitpunkt erinnerte man sich wieder an NB. Verfügbare Arbeiter und Ressourcen wurden aus der Innenstadt von Tokio in das Gebiet gebracht und die Bauarbeiten wurden fortgesetzt. Wahrscheinlich war damals solche Eile geboten, dass man keine Zeit für vernünftige Baupläne von NB hatte. Yoshito mag das Mädchen mit dem Namen Fuyume Yuki sehr. Er nimmt mich immer auf seinen Schoß und erzählt mir von ihr. Alles an ihr sei perfekt, meint er. Ihr Singen, ihr Tanzen, ihr Aussehen, alles. Er sagt, sie sei ein einzigartiges Idol. Ich habe dafür kein Talent. Ich kann weder singen noch tanzen, aber ich kann mich zusammenrollen und auf Yoshitos Schoß schlafen. Ich liebe es. Außerdem mag ich es, wenn Yoshito so glücklich ist, während er mit mir redet. Okay, also da wurde jetzt über das Idol geredet, dessen Form Pete angenommen hat. Höllenzerstörer. Ich hoffe, das reicht für den Hasen. Tut das. Block einfach mal. Tu nicht zu drauf an. Schwerer Schlag.
Ein richtig schwerer Schlag. Schön. Max Level. Okay, noch nicht alles auf 40, 140, aber bald. Ist doch schon mal was. Immerhin kommen jetzt Kämpfe. Hier, nimm Phantomschmerz. Keine Zeit für Garurumon. Wo sind wir denn hier? Ihn auch mit Greymon platt machen können. Ich bin zu lieb für sowas. So, hier hinten waren wir auch noch nicht. Ich hab schon mal gesagt, kriegst einfach einen Phantomschmerz ab. Lilithmon ist so eine herrliche Glaskanone. Gar nichts einstecken, aber sie ist meistens zuerst dran und halt ordentlich aus. Absolut OP. Okay, hier haben wir. Bau von Nakano Broadway, Teil 3. Beton und Bewehrstahl wurden passend zur Umgebung der Baustelle und ohne Baupläne verbaut und errichtet. Als die Bauarbeiten 4 Jahre später fertiggestellt wurden, verfügte das Gebäude über 3 unterirdische und 10 überirdische Etagen. Das größte Gewerbegebäude in Ostasien wurde mit weniger als schierer Willenskraft erbaut. Allerdings mangelte es NB deshalb an einigen Aspekten. So verbindet der Lift beispielsweise nur die ersten 3 Etagen. Die meisten unterirdischen Stockwerke blieben in den folgenden Jahren ungenutzt. Diese Eigenheiten sind ein direktes Ergebnis der Umstände zu Beginn des Gebäudebaus. Yoshito hat mir erzählt, dass er und sein Sohn einmal bei einer Weltausstellung waren. Er meinte, die Schlange für das Mondgestein sei so lang gewesen, dass sie müde wurden, aber sie hatten beide trotzdem Spaß. Die Leute nannten Yoshito Herrn Mitsushima. Sein voller Name lautet Yoshito Mitsushima. Im Computerraum ist Yoshito sehr wichtig, deshalb hat er nicht viel Zeit für seinen Sohn. Er ist froh, dass sie bei der Ausstellung waren. Ich wünschte, ich hätte die Ausstellung mit Yoshito gesehen, aber wir sind ja im Computerraum immer zusammen. Das ist also in Ordnung. Ich bin zufrieden. Also haben wir jetzt Yoshito Mitsushima. Ich kann auch einfach hier raus. Bin nicht genauso schnell ans Ziel. So, und dann war hier hinten, glaube ich, noch etwas, das ich gekonnt ignoriert habe. Ich könnte auch darunter gehen. Vielleicht könnte ich darunter gehen, aber ich will gerade nicht. Das ist sogar noch eine Kiste. Bitte gib mir ein Intelligenz-Patch, bitte. Angriffslimitierungschip. Ugh. All diese Serum-Digimon. Ich meine, kennt ihr denn keinen Schmerz? Nicht mal Phantomschmerz? Schluck das. Dann hat Power Platin-Schrott. Bewusstseinsdisk. Jupp, wir kommen dem näher. Die Verteidigung ist schon gut. Noch 5-6 Level wahrscheinlich. Danke, Garurumon. Wäre nicht nötig gewesen. Genau, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Digimon, Einstellung, Lilithmon. Hat schon die Waldläufer-Disk. Das ist genug. Imperialdramon. Hat noch nichts. Er kriegt die Verteidigung Geschwindigkeits-, Angriffs- und die weißen Disk. Weil er mit beidem angreift. Ach, der ist TP und Angriff. Wollen wir Angriff und TP?
Nur C. Gut, Intelligenz haben wir nur. Ja, machen wir es so. Okay, und dann hier unten die nächsten. Ich glaube, ich verteile die Items erst an Digimon, die finale Stufe erreicht haben, die ich von ihnen haben will. So, da war Nummer 4. In den meisten Fällen werden große Gewerbegebäude von ihren Eigentümern betrieben. Sie bestimmen über Marketing, Mieter und interne Regelungen. NB war eine Ausnahme. Von Anfang an wurden die Läden und Wohnflächen einzeln verkauft. Personen, die im Gebäude Immobilien kauften, konnten diese ihren eigenen Wünschen entsprechend nutzen. Aus diesem Grund begann kurz nach der Eröffnung von NB die Eigentümer und Bewohner mit dem Umbau ihrer Läden und Wohnungen. Erst 8 Jahre nach Fertigstellung des Gebäudes entstanden formelle Baupläne für NB. Selbst zu Anfangszeiten war der Aufbau des Gebäudes schon vollständig unübersichtlich. Yoshito nimmt mich immer auf den Schoß und streichelt ganz zärtlich meinen Kopf. Ich liebe Yoshito. Yoshito nennt mich immer Miko. Miko ist ein Mädchenname. Aber Yoshito hat ihn mir gegeben, also liebe ich ihn. Name Miko erhalten. Okay. Ich glaube, jetzt waren wir überall. Wie mache ich das jetzt am besten? Höllenzerstörer, glaube ich, letztes Mal funktioniert. Block. Und jetzt sollte auch der schwere Schlag mehr Schaden machen. Deshalb verbessert man den Angriff. Irgendwas Interessantes für Level her? Wahrscheinlich nicht. Das war es zu wenig. Okay, Shogun-Gekomon hat noch was bekommen. Immerhin. Und wir haben... Okay, Lieblingslied. Togemon? Du wirst bald keine Lieder mehr hören wollen. Phantomschmerz. Bisschen übertrieben. Und die Animation geht ein bisschen lange, für das es eigentlich sonst auch gereicht hätte, aber ein vierstelliger Betrag an einem Serum-Digimon ist auch nett. So, Platin-Schrott. Ja, man kann es auch übertreiben, oder? Mach noch ein schwerer Schlag und dann haben wir es hinter uns. Okay. Sehe ich hier irgendwo Pete? Ich glaube nicht. Kann ich hier runter? Anscheinend kann ich das. Okay. Dann gehen wir hier runter. Dann gibt es hier wahrscheinlich auch noch Sachen zu sehen. Warte mal, hier waren wir also doch schon. Jetzt bin ich verwirrt. Weil mir kommt es vor, als wäre das bei Datamon quasi das Gebiet gewesen. Höllenzerstörer. Block und schwerer Schlag. Alles ziemlich egal. Das nicht, das ist nett. Kommt ihm näher. Immer und immer näher. Hier geht's wieder rauf. Hey, wir waren hier schon mal. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Gehen wir mal schnell zum Digilab. Wir müssen schauen, wie sich Togemon so tut.
Intelligenz verbessert sich. Es braucht 130, oder? Das ist gut. Gut zu sehen. Ich gehe mal hier rauf. Das ist halt immer noch. Jetzt ist. Wir waren jetzt schon überall praktisch. Jetzt ist nur noch die Frage, wo müssen wir hin, um das Ganze zu beenden? Nicht hier anscheinend. Von hier kamen wir. Das dort ist nur ein anderer Weg dorthin. Nochmal Phantomschmerz. Dann setzt du dein. Nee, mach du ab Halbtraum. Und schwerer Schlag. Meteorsturz. Okay, das ist cool. Physischer Angriff gegen alle Gegner, das sieht man ja gerne. Cross Counter. Nimm mal Machsturm 1 raus. Ja. Das machen wir ihm auch gleich rein. Einstellungen. Meteorsturz 2 wird ersetzt durch Meteorsturz 3. Vielen Dank. Was willst du hier? Geh weg. Perfekt. Es kommt. Wenn nichts anderes, dann ist immer ein schönen Shogun Gekkomon so aufblühend zu sehen. Er ist nichts mehr. Stört mich gerade ein bisschen. Müsste doch noch irgendwo etwas zu finden sein. Sagt der Fall. Piet suchen. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich vorhabe. Startet sich nur nicht so einfach. Wo landen wir denn, wenn wir hier hingehen? Da waren wir ja, glaube ich, gerade. Da war nichts. Oder war jetzt dort etwas? Ach Gott, das ist so mühsam. Es fühlt sich aber auch so an, dass. Also wir haben Informationen gesammelt, aber es fühlt sich nicht so an, als ob wir diesen Part irgendwas erreicht hätten. Hier zumindest ist kein Piet. Okay, ich habe noch eine letzte Hoffnung, wie wir Piet finden können. Ah, hier, okay. Da haben wir doch noch was. Bau von Nakano Broadway Teil 5. Früher befand sich im Keller in den Wänden des Broadway-Gebäudes ein Röhrencomputer. Nach Kriegsende wurde er von Kriegsverbrechern auf der Flucht ins Gebäude gebracht, um ihn für MacArthurs Hauptquartier zu verstecken. Oder vor, okay. Wozu der Röhrencomputer damals verwendet wurde, ist nicht bekannt. Es ist möglich, dass er für mathematische Berechnungen oder die Dechiffrierung von Codes diente, aber dafür gibt es keinerlei Beweise. Mit der Zeit gab es niemanden mehr, der das Terminal im ursprünglichen Sinne bedienen konnte. Zu dem Zeitpunkt wurde der Computer wohl irgendwo in einer Wand versteckt.
Hier ist es dunkel. Ganz dunkel. Ich kann nichts sehen. Dunkelheit macht mir nichts aus. Ich habe keine Angst vor ihr, aber so dunkel war es noch nie. Yoshito ist nicht hier. Ich kann ihn nicht mal riechen. Ich kann nicht wieder nach draußen. Yoshito, wo bist du? Yoshito. Yoshito. Bitte nimm mich auf deinen Schoß und streichle wieder meinen Kopf. Yoshito. Yoshito. Jetzt weißt du es. Jetzt weißt du, wer ich wirklich bin. Ich bin... Es hat also begonnen. Wobei ich sagen muss, dass ich mir das so nicht vorgestellt hatte. Wenn das so weitergeht, stürzt das Gebäude mit Sicherheit ein. Wer bin ich? Sag es mir doch jemand. Okay. Was wurde hier? Entwicklung, TP-Kapsel. Okay, Entwicklung ist also schief gelaufen. Du bist Miko. Ja, das stimmt. Mein Name ist Miko. Yoshito ist mein Freund. Pete ist dein Freund. Yoshito ruft nach mir. Er hat mich die ganze Zeit über gesucht. Er hat mich gefunden. Yoshito. Oh, das Rütteln hat wohl aufgehört. Gerade rechtzeitig. Es ist mein Hilfsdetektiv eben. Gute Arbeit. Jetzt brauche ich mir wegen kaputter Kaffeetassen keine Sorgen mehr zu machen. Miko. Miko, bist du es wirklich? Yoshito, es tut mir so leid. Du hast so lange auf mich gewartet. Ich sollte mich entschuldigen, Miko. Ich habe dich so lange allein gelassen. Es tut mir so leid, mein Lieber. Nein, ist schon gut. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich weiß, du hast auf mich gewartet, seit dem Tag, an dem du gehen musstest. Ach, Miko. Danke. Ohne dich hätte ich Miko nie wieder mit eigenen Augen gesehen. Das sollte ich vielleicht erklären. Als es den Raum mit dem Röhrencomputer noch gab, wohnte ich in diesem Gebäude, nicht bei meiner Familie. In dem Computerraum habe ich gearbeitet. Miko war die ganze Zeit über die einzige Familie, die ich hatte. Ich redete mit Miko über alles. Meine Erinnerungen an meine Familie, Fuyumi Yuki, alles, um dort nicht einsam zu sein. Er kam zu mir in den Computerraum. Wir haben dort über die Jahre viele, viele Stunden zusammen verbracht. Schließlich wurde der Raum geschlossen und hinter einer dicken Wand versteckt. Es war fast, als ob es ihn nie gegeben hätte. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch Miko verloren. Egal wo ich suchte, er war nicht zu finden. Ich hatte ein ungutes Gefühl, was mit ihm geschehen war. Weshalb ich immer wieder herkam, um ihn zu retten. Doch letztendlich konnte ich nichts für ihn tun. Ich gab auf und vergaß ihn mit der Zeit fast. Bevor ich mich versah, waren Jahrzehnte vergangen, seit wir uns das zuletzt gesehen hatten. Ich kann dir dafür nicht genug danken. Ohne dich hätte es kein Wiedersehen gegeben, Jungchen. Danke, vielen, vielen Dank. Jetzt können wir jetzt wieder zusammenleben. Danke, diesen Tag werde ich nie im Leben vergessen. Ich verstehe, gute Arbeit. Ich kann mir nur ausmalen, wie schwer es war, aber das hast du wirklich gut gemacht. Unser Pete war also ein Kater namens Miko, der seit der US-Besatzung in einer Wand mit dem alten Röhrencomputer eingeschlossen war. Und irgendwie mit Hilfe des Intranets des Gebäudes oder dank der Kraft der Leylinie ist er mit dem Computer verschmolzen und ein Digimon geworden. Der alte Kater hat ganz schön was erlebt, meinst du nicht, Levia? Wir wissen nicht mit Sicherheit, wie die Verschmelzung passiert ist, aber es gibt keine Zweifel, dass sie stattgefunden hat. Es ist erstaunlich, wie sehr und wie wenig die digitale Welt und die echte Welt sich überschneiden. Ich glaube, dass Pete aufgrund der abnormalen digitalen Welt nach all den Jahren wieder erschienen ist. Aber weißt du was? Ein Aspekt von der ganzen Geschichte stört mich immer noch etwas.
Du hast erwähnt, dass der alte Mitsushima am Ende sagte, jetzt können wir wieder zusammenleben, richtig? Was er damit wohl gemeint hat? Nicht nur das, auch bei dem Fall, den ihr gelöst habt, steckt er hinter den Legenden. Wie gelangt er immer wieder in das Gebäude? Sagen wir mal, dass er irgendwie Zugang zu einem Eingang hatte, mit dessen Hilfe er zu gewissen Zeiten kommen und gehen konnte. Wenn er so oft ein- und ausging, dass es anderen aufgefallen wäre, dann wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Hast du andere Theorien? Yoshito Mitsushima. Wenn wir uns seine Vorgeschichte ansehen, finden wir vielleicht schnell unsere Antworten. Was meinst du, sollen wir noch etwas nachforschen? Bitte lasst uns in Ruhe. Sucht nicht nach uns. Ach, das ist verständlich. Dann ist es wohl am besten, schlafende Hunde nicht zu wecken. Oder wir können den Kids vom Okkultismus-Club Bescheid sagen. Das wäre ein gefundenes Fressen für sie. Ich meine, sie haben persönlich einen echten? Weißt du was, behalten wir es für uns. Nicht alle Rätsel in dieser Welt müssen gelöst werden. Nakano Broadway verbindet viele Dinge. Die Geisterwelt und die Welt der Lebenden, das Normale und das Surreale und nun das Physische und das Digitale. In diesem verrückten Loch in der Wand, das unser Zuhause ist, ist wirklich nichts unmöglich. Geisterkaterhaus. Ja. Man sollte halt nicht nachforschen bei gewissen Sachen. Ja, Speicher ab. Jetzt sind wir hier wohl wieder zu zweit. Die Sofas wirken ohne Pete so leer. Wir brauchen mehr Klienten, um sie warm zu halten. Okay, gut. Ich nehme noch schnell das Speicher ab zu mir. Dankeschön. Gut, ich würde dann aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir weitermachen. Wir haben jetzt die Story Quests hinter uns. Wenn ich raten dürfte, kommt die Revanche gegen Examon. Wie denn auch sei, wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.